Hier sind wir. Gut. Schluck Cappuccino. Auf geht's. Wir scheinen hier irgendwelchen Spaß zu haben im Wald. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, welcher Spaß es ist. Lass mich überraschen. Chimera? Was ist das? Ah, was? Das ist, wissen wir schon mal. Was? Hab ich den gar nicht richtig erwischt? Und wo war die Chimera jetzt? Ach, fick dich doch. Hässliches Viech. Naja, Sven, ist so halb duster. Ich hab nichts gesehen. Cool. Mal wieder. So. Aber warum der mich jetzt so Angst? Ich hab nicht doch noch erwischt. Am Baum. Naja, anscheinend nicht. Ja, auf geht's zu Crest. Oh, ist tatsächlich gleich abends, ey, so ein Mist. Das ist gelb, das Gelb sind Hunde. Es könnte aber auch ein Pseudohund sein. Das ist ein Pseudohund. Nee, doch nicht ein normaler. Das ist ein normaler gewesen. Oh, es sind noch ein paar mehr. Der andere haut jetzt wahrscheinlich eh ab. Weil Hunde sind feige. So, hat sich die Geschichte auch geklärt. Ach, ich habe sowieso viel zu viele Hundeschwänze. Was soll ich damit mitnehmen? Blödsinn. Mal kurz gucken. Bestimmt bin ich jetzt nicht auf meinem Charakter konzentriert, doch? Schön. Ja, ich muss eigentlich ziemlich nach Süden erstmal, ne? Ja. Okay. Alles mal. Erstmal die Artefakte. Ich weiß gar nicht, dafür gab es, glaube ich, eine Artefaktmodifikation von ihm. Bilde ich mir ein. Aber es war keine so tolle. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ja, und dann hat er eben, wie gesagt, den Auftrag mit den Dingern gehabt, wie ich da natürlich verkackt habe oder vergessen konnte, weil ich ja die ganzen Teile schon verkauft hatte, weil ich gedacht habe, ich brauche nur zwei. Dass da ein bisschen mehr nötig gewesen wären, habe ich verpeilt. Naja. Einmal das Gebüsch hüpfen. Auch sehr schön. Bin ich irgendwie noch so ungefähr auf dem richtigen Weg? Naja. Nicht ganz. Na. Okay. Ich höre schon wieder so eine Heslon-Anomalie. Ja, was ich da jetzt im Bioradar sehe, ist mir vollkommen klar. Das ist Crest. Ist da eigentlich was drin? Keine Ahnung. Hey, du Knaller. Wo stehst du? Da stehst du. Hä? Moment mal. Ach, du sitzt. Also ich habe deine Artefakte. Hier, nimm. Das macht Radiation kein Cause Problems, including Impotenz. Ah ja, toll. Aber wie gesagt, wer lebt schon lang genug, um überhaupt zu heiraten? Powerful to season, that's immortalized in some manner. Okay, also unsterblich werden, wie auch immer, ja. But in the end, the zone takes them in one way or another. Jawohl. Hier ist der Reward. Ich krieg ein Symbion und ein Steel Scale. Das ist auch schön. Danke. Greetings. Ah, und er sagt mir auch Greetings, my friend. Listen, yesterday the military came here and took all my artifacts. At least the ones I didn't have stashed. They also took my vodka. I'd like to punish them in some way. Make them realize what they've done. Okay. Those bastards are supposed to protect the place from scumbags. Okay, die sollen eigentlich für Abschaum schützen, aber irgendwie, ja. Sind sie das Problem und sind selber der Abschaum. Aber sie haben ihn ja nicht,
wie gesagt, nicht verletzt oder irgendwie getötet und deswegen, ich bin nicht einfach ein Auftragskiller, ne? Doch, bin ich schon, aber nee, aber er möchte ja gar niemanden töten, sondern er möchte einige ihrer Waffen. Six animalist bisons should be enough. Then I can hire some man to give them something to think about next time they plan to hurt anyone. Okay, also dann wende das sich an irgendwelche Banditen, okay. Animalist bisons aren't cheap and I don't kill people just for the weapons. How quickly do you want them? Okay, also wie schnell möchtest du den haben? There's no rush. Gib mir 40.000 und ein additional reward, weiß ich nicht welcher das ist. How you get them is up to you. Also wie ich dran komme, ist mein Problem. Okay, werde ich machen. Und ich habe einige davon gesehen. Most likely werde ich more finden. Ja, natürlich. So, Deliver Six, ich kann das schon. Hier, dann Bisons. Fantastic, here's a reward. Thank you. Hey, those weapons are really something. Trust me, I've been in their sights more times than I can care to remember. Then I care to remember was? In their sights? Im Absehen der Waffe? Wow, ja, logisch. Ich meine, von allen denen, die mich umbringen wollten damit. 40.000 Batterie. Naja, gut. Okay, er ist froh, dass ich es überlebt habe. Es gibt nicht mehr so viele gute Menschen in der Zone. Ja, toll. See you. Ciao. Das war's aber doch noch nicht. Normalerweise hat er doch noch einen Auftrag. Nicht? Irgendwie siehst du gerade schwierig aus. Wieso siehst du so schwierig aus? Dein Gesicht sieht komisch aus. Dein ganzer Körper hat hier lauter was schwarze Flecken. Denk nur biegen. Da darfst du mal was ändern, ne? Also da stimmt was wohl nicht. Wir speichern mal kurz. Forgotten Forest. So, gibt's noch irgendwas? Ne, see you. Ich könnte mit ihm handeln, was hast du denn? Granaten hättest du. Naja, gut, brauche ich jetzt nicht. Und die, wenn ich ihm die seine Francis Bass 12 klaue, dann hat er keine Waffe mehr, nö. Ich war eigentlich der Meinung, der hat noch einen Auftrag, aber anscheinend nicht. Na gut. Darf ich dir hier deine Dinger kaputt machen? Augenscheinlich. Ah, habe ich gewusst, dass da was drin ist. Ha. Coole Sache. Hast du noch irgendwelchen Bullshit? Ja, Dorn. Das war's. Na, immerhin. Mad Kid und... Wo bin ich denn jetzt reingestappt? Ach, das ist die Schlafstelle? Ich hab die Kiste voll über den Schlafsack geballert oder was? Ja, Tatsache. Cool. Warum nicht? Gibt's hier noch was? Nö, da ist nix. Na gut, dann... Ab nach Hause, nicht in die Anomalie laufen, die ich hier irgendwo schon wieder höre. Da ist er, oder? Das ist er doch. Na klar. Da liegt sie. Viel Spaß. Kannst du jetzt einen Abast kaspern. Dummes Ding. So, wo will ich noch hin? Ja, vielleicht zu Sid. Sid könnte noch ein paar Aufträge haben. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen schöne Munition. Weil bei denen kriegt man nämlich teilweise bei diesen Aufträgen... Bei den Hol- und Bringer-Aufträgen, diese einfachen, ne, die man beim Händler und beim Wirt und so weiter kriegt, hat man eine Chance auf 7,39 mm mal Schlag mich tot Munition. Also die für meine schöne Waffe, für die hier. Und man kriegt halt meistens die AP, das wäre ganz nett. Kann ich schon gebrauchen. Vielleicht kommt das später, das andere wirklich erst später. Naja, gut, okay. Dann müssen wir aber immer noch Inventar noch leerer kriegen, weil ich habe immer noch zu viel Gewicht dabei. Also ich möchte schon um die 500 eigentlich nur haben. Ich glaube, ich werde auch sehr, sehr viel Lebensmittel noch wegstashen. Das ist einfach alles viel zu viel. Ich habe so viel Schrott dabei. Ja, im Sumpf brauche ich nicht zurück. Ach, Wissenschaftler. Ich wollte noch zu den Wissenschaftlern. Das heißt, wir sehen uns gleich nochmal im Janta. Weil ich habe ja noch ihre Bücher. Gucken, was da noch passiert. Warum nicht? So ein Symbion habe ich gekriegt. Was war es noch? Ein Steel Scale. Was macht ein Steel Scale? Wo ist es denn? Ist natürlich besser als die normale Scale, logisch. Aber ich möchte erst mal gucken, wo es überhaupt ist. Hä? Ich bin so ein wenig blind.
Ah, da. Ja, das ist nämlich, also normalerweise würde man aus Pellicle zuerst Scale rauskriegen. Aber das Rezept kenne ich noch nicht. Das würde ich gerne irgendwann mal kennen. Naja. Ja, und aus der Scale kannst du dann Steel Scale machen. Und aus der Steel Scale machst du noch eine oder kommt dann schon Controller Scale? Ich glaube, da kommt erst noch eine andere. Naja. Leben, Blutung verringert, Burn, Chemical Penetrate, geil. Strahlt halt ein bisschen, aber ansonsten geiles Teil. Ja, ich muss mir mal ein Artefakt-Outfit überlegen, wie ich danach Tschernobyl gehe. Das muss ich mir noch aus den Fingern saugen. Mal gucken, wie wir das machen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei den Wissenschaftlern nochmal. Gebe ich in ihre Notizbücher. Bis gleich. So. Ich habe hier sogar noch was liegen. Ein paar fertig gekochte Artefakte. Also ich hoffe, dass sie fertig sind. Mal gucken. Ja, also manches an den Texturen sieht ein bisschen schwierig aus. Vor allem eben in den neuen Gebieten. Also Forgotten Forest, der Typ sah ja gerade furchtbar aus. Der Crest, was mit dem passiert? Seltsam. Geht's hier eigentlich rein? Ja, aber das sieht man es ja schon. Nee, hier geht's nicht rein. Ja, da drunter wissen wir, dass was liegt. Ist egal. Vorsicht, hier ist auch was. Da ist aber auch ein Artefakt, da würde ich ja schon gern ran. Komme ich da ran? Das ist nämlich so, wie es aussieht, ein Steinklumpen. Das ist nicht schlecht. Fleischklumpen, meine ich. War doch sowas, oder? Ja. Aber Fleischklumpen müsste ich aus irgendwas machen können. Mal gucken. Meat-Chunk, ne? Oh, ich habe jede Menge Artefakte gekocht. Das heißt, ich kann einiges bei den Wissenschaftlern verkaufen. Die Frage ist, brauche ich das? Oh, fuck. Warum eigentlich schon wieder? Ah, A-Life, ne? Da war ja was. Ist mir scheißegal. Hab ich sie? Ja, eine. Es scheint aber mehr wie eine, oder? Okay. Also habe ich auf jeden Fall was erwischt. Schon mal sweet. So, da ist ein bisschen was fertig, ja. Ich glaube, das sind sogar schon bessere. Alle? Ja. Schade, ich habe gedacht, ich habe noch mehr gemacht. Hier liegt noch was. Habe ich auch. Na, gucke ich mir erstmal fix noch an, was hier noch so rumfliegt. Würde ich schon noch gern mitnehmen, ne? Klar. Shining Dummy. Ja. Mother's Beats. Jawohl. Mother's Beats. Und nochmal Mother's Beats. Ja, Hörler die Waldfee. Ach, ich habe die ganzen Glasbeats verarbeitet. Ne? Das heißt aber, ich muss jetzt eigentlich... What the fuck? Habe ich es erwischt? Ja, ich habe es erwischt. So. Wir könnten ja mal schauen, was wir hier machen können. Wir riskieren das jetzt, oder? Obwohl hier wahrscheinlich gleich jetzt... Die große Hängeparty. Nee, findet gar nicht statt. Was ist denn hier passiert? Ist ja cool. Rezepte stehen unten. Okay, für Elektro habe ich gerade gar kein Rezept. Das ist natürlich sweet. Naja, so viel dazu. Wo kriege ich denn da Mother's Beats? Dann gibt es Grandmother's Beats und dann Elder Beats. Woraus mache ich denn Grandmother's Beats? Verdammte Scheiße. Moment, hier haben wir ja eine Feueranomalie. Auch nix? Ach, Moment, ich bin nicht an der Anomalie dran. Er erkennt es gar nicht. Er hat gar nichts erkannt. Sonst würde was dastehen. Aha! Burner.
Da kann ich wohl dann sehr wohl was machen. Dann bräuchte ein Besua, ja klar, Krabi. Auch ich könnte mir einen Krabi herstellen. Das wäre gar nicht so schlecht eigentlich. Das machen wir mal. Dauert auch nicht lang. Kann ich das nochmal? Jo, machen wir. Das machen wir nicht. Ist nicht zwingend, weil wir haben genug Nachtstern. Was ist denn das hier? Das ist die nächste Seele. Ja, los. Bam. Ich glaube, wir haben sogar davon noch mindestens eine. Können wir nochmal die bessere machen oder lassen wir es? Weiß ich jetzt nicht. In 3 Stunden kann ich daraus eben, ja, das ist doch dann schon. Ist das Porcupine? Könnte sein, wa? Mach mal. Warum denn nicht? So, was hätten wir denn noch? Ein Droplet? Achso, nein, das ist eine. Ja, klar. Fire Tears aus Elektro Tears. Logisch. Ja, brauche ich nicht zwingend. In 5 Minuten kann ich aus Schrott einen Flash machen. Okay, warum nicht? Und im Moonlight, was brauche ich dafür? Wollte wieder ein Krabi. Nee, die Krabi möchte ich ja nicht aufheben. Was soll man hier? Ach ja. Ich habe keine Seele. Sonst kann ich mir Soul Drops machen. Ah, schade. Habe ich echt keine Seele? Das wäre natürlich jetzt schon cool, ne? Gib mir das mal mit. Schade. Ach so, also müssen wir da nochmal ran, weil wir. Das hätte ich mir ja gleich denken können. Ich war gar nicht nah genug dran, der hat nichts erkannt. Dieses Gerät. Jetzt müsst ihr was erkennen. Jetzt piept es so laut. So. Elektro, jawohl. Porcupine, ja, die Porcupine stelle ich mir, glaube ich, gerade her. Da könnte ich natürlich wieder was Besseres draus machen. Und wie viel habe ich denn von den gelben? Eine, nee, das ist schlecht. Aber blaue könnte ich machen. Ja, ich könnte mir eine blaue machen. Mach mal einmal, hopp. So. Ansonsten könnten wir eine Batterie herstellen aus... Ja, wir haben kein Krüstel, okay. Hier. Ach, tatsächlich, ich habe immer noch Glasperlen anscheinend, weil ich kann mir immer noch hier so Mother's Beats machen. Jetzt stellt sich nur gerade die Frage, aber was ist jetzt das? Ach ja, das ist eine Mika, oder was ist das? Nee. Doch. Irgend sowas. Crystal Soul habe ich nicht. Aber ich glaube, stelle ich mir gerade her. Stoneflower? Nö. Nö, nicht wirklich, du. Lass mal. Okay, also lassen wir das. Geht erstmal zurück. Ich habe gedacht, ich könnte noch ein bisschen was machen, aber... Huch! So, hässliche Chimera. Aber ein Satz mit X, hä? Hast mich nicht erwischt. Aber da hinten habe ich tatsächlich keine erwischt. Ich habe also die anscheinend 10-mal erwischt. Naja, gut, okay. Oh, da ist noch ein Versteck. Das könnte ich mal schnell holen. Und außerdem könnte ich mal gucken, was ich hier hinten machen kann. Muss mir aufpassen, wenn ich reinlaufe. Aber ich muss so nah dran sein, dass das registriert. Könnte jetzt gehen. Hängt natürlich immer ein bisschen. Ja, schön. Fantastisch. Die letzten von den... Mit Bison können wir jetzt auch verkaufen. Na komm. Krieg's hin. Das nervt ein bisschen. Ich habe auch 3 Playboy-Magazine schon. Das sind lauter verschiedene anscheinend. Das kann ich, sind die irgendwas wert? 130 Rubel. Aha. Ist das hier ein Dokument vom Secret Stash in Pripyat? Was ist das für eins? Keine Manuskript, entwurden in Strelocks. Ah, in Strelocks Handschrift. Charging by the heading alone, it might explain why he was the personnel to uncover the song's secrets. Aha. Ah, jetzt. Springboard, jawohl, da könnte ich mir machen. Ist das eine Seele? Nee. Nee, wo ist denn die scheiß Seele? Wie sieht denn die aus? Ich habe das wieder vergessen. Ich bin ja jetzt doof oder was? Egal. Ach ja, hier. Genau, das können wir machen. Weil ich habe genug von den Cola-Box. So. Dick Porcupine oder Acid Dick habe ich nicht. Meat Chunk. Ach ja, das könnte man allerdings tun. Ja, warum nicht? Haben wir hier in 5 Minuten, aber das ist ja nur ein Sparkler. Ein Moonlight wäre ja sinnvoll, aber ein Sparkler ist ja ein bisschen für den Arsch. Na, das war's. Nee, lass gut sein. Aber da liegt doch noch ein Artefakt. Ich sehe doch da was. Ach so, kam ich da nicht ran vielleicht? Oh oh. Danke. Wie weit komme ich da ran? An den scheiß Tornado. Das scheint noch zu gehen.
Brauchst du diesmal wieder so lang zum Öffnen? Ja, es scheint so. Schade, bisschen. Na komm, mach auf. Dann werden wir ein bisschen verkaufen. Da, wirklich. Skin. Skin fehlt mir. Mache ich das aus Steel Scale? Oder mache ich aus Pellicle die Skin? Das kann auch sein. Warte mal, habe ich tatsächlich so ein... Ich habe hier einen Steel-Color-Bock. Hä? Moment, muss ich nochmal nachschauen, tut mir leid. Ja, tatsächlich. Na hopp. So, da ist was fertig geworden. Ach, das dauert nur ein paar Sekunden, okay. So. Gut. Jetzt wollte ich das Versteck anschauen. Das ist natürlich mitten in der Strahlung, aber gut, ich glaube, ich habe mittlerweile eine ganz gute Widerstandskraft gegen Strahlung. Vor allem, wo ist das überhaupt? Ist das irgendwo oben? Ist mehr? Warte mal, wir gucken mal, ob wir es finden. Das könnte ein Rucksack sein hier, oder? Ach! Hier unten drin, hä? Ja. Seele. Das ist sie doch. Zurück zur Brenner-Anomalie. Boom. Reingerannt. Dumme Ratte. Der Brunnen. Der Brunnen ist losgegangen. Der Fountain. Ja, okay. Machen wir jetzt noch ein bisschen Artefakt kochen. Es tut mir leid. Das gehört auch dazu. Ja. Das ist ja gerade das, was die Soup so geil macht. Dass man eben seine Artefakte selbst herstellen kann. Verbessern kann. Bis zum geht nicht mehr modifizieren, dass es viel mehr Artefakte gibt als vorher. Das ist ja gerade das Coole. Tut mich sorry. So, gib mir das. Okay. Soul Drops. Ja. Eins. Zwei. Machen wir zwei Stück draus. So. Tja, tatsächlich, ich könnte mir Draht raus. Das ist das Beste schon. Also ist es Pellicle, dann Skin, Scale, Steel Scale und das vierte ist der Controller Scalp, den ich hier schon kenne. Ich würde aber gern vorher mehr Steel Scale haben. Lassen wir das. Aber wäre halt schon cool. Wäre vielleicht besser, das zu haben, bevor ich nach Tschernobyl gehe. Ja, ich habe aber auch genug zu fressen. Also ist es auch wieder egal. Weil das macht eben, das Rote, was da dann steht, ne, beim Controller Scalp, ist eben ein Minus, ja. Aber es ist ein Minus Hunger. Also, das ist absolut halt nichts Negatives. Das muss man halt richtig interpretieren. Ne? Minus 500 Satiety oder so. Da ist doch noch was. Ach, die Ratte hängt da drin, deswegen... Ja, klar. Nee, da lass mal, ich gehe da jetzt nicht hin. Gibt's bei den Brunnen, gibt's, glaube ich, keine Rezepte. Ich glaube, da steht auch drin, wenn man hingeht, Rezepte im Progress oder sowas. Nicht näher ran, bleib mal hier. Gucken wir noch mal rein. Sorry. Wie gesagt, na also. Ist ja auch das, was die Suppe mit ausmacht. Na? Fountain. Natürlich, da gibt's ja was. Ich kann ja das mir mittlerweile hier herstellen, Kristall. Aber dafür eine Steinblume herzugeben, ein Feuerball, dann ist mir einfach zu teuer. Lass gut sein. Wenn ich ja später mal einen brauche, dann kann ich das vielleicht machen, aber ich bin da kein Freund von. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts Schlimmes. Oh, was rot ist es da, könnte ein Blutsauger sein. Da schlappt irgendwo ein Blutsauger rum. Aber der kann sich nicht so richtig entscheiden. Ja, dann. Oh, fuck. Dann soll er mich am Arsch lecken. Dann ist es mir auch egal. Weil wir wollen ja eigentlich in den Janta. Also bis gleich. Bei den Wissenschaftlern noch das abgeben. Bin ich gespannt, was... Was? Oder ist es nicht im Meer? Ist es gar... Ich habe doch gerade was schreien gehört, oder?
Ach, das war ein Schnork. Das war ein Schnork. Hast du ein bisschen in die falsche Richtung geguckt? Ja, du hättest mir wahrscheinlich in den Rücken. Du hättest mir in den Rücken gesprungen, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte. Ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. Also, ich möchte wenigstens noch das abgeben, diese Bücher. Vielleicht gibt es da dann im nächsten Auftrag irgendwas Schönes. Bis gleich. Ich hoffe, hier wartet jetzt nichts mehr Schlimmes. Nicht, dass da. Ah, Banditen können da noch im Tunnel sein oder Zombies. Wir haben hier ja A-Life. Darf man nicht vergessen. Und da habe ich eigentlich auch was hin. Ja, es ist aber sogar da. Schön. Es ist nicht weggepackt. Da ist noch was. Das ist das Einzige. Nee, die anderen Dinger sind nämlich weggepackt. Das ist mein Problem. Die sind irgendwo ganz woanders. Ah, fuck. Das ist doch scheiße. Also. Wir sehen uns dann. Gleich wieder. Jetzt versuche ich nochmal heil durch den Tunnel zu kommen. Jetzt sollten wir aber dann auch das ausmachen, weil es ist eine hoffnungslose Überblendung sonst. Hä? Ich sehe es doch. Ich will nicht reinlaufen. Ich laufe sowieso mindestens eins rein. Ich kenne mich doch. Irgendeins sehe ich doch gerade schon wieder. Bringen Sie Buchs zu Sacharow. Selbstverständlich machen wir das. So, nur aufpassen. Ja, fuck, da ist die Elektro. In der Mitte waren noch ein oder zwei Minen. Ich mag den Eingang in den Janta. Nicht. Wait. Bin ich jetzt noch vorbeigekommen? Gerade so. Holla, die Waldfee. So, gibt es hier noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Hier müssen, glaube ich, ein paar Ratten her. Naja, solange es nur Ratten sind. Ich glaube, Zombies, die gibt es diesmal gar keine, ne? Die sind tatsächlich, also diese Zombie-Invasion, die auch ständig wiederkommen, ne? Die sind natürlich, bis du im Labor warst, ja, dann kommen sie nicht mehr so. Im Labor selber, ja, aber hier draußen nicht. Okay, dann kriegt jetzt Sacharow seine Bücher. Und ich glaube, ich vermisse den anderen Auftrag mit seinen, dass ich seine scheiß Wissenschaftlerfreunde hier reinbringen soll. Kann aber sein, weil der Militärlaster hier rumbackt, Laster vor allem, Heli, dass deswegen irgendwas nicht passt. Naja gut, was soll's. Aber es ist eh schon wieder zu lang, das Video eigentlich. Ich habe schon wieder beim Artefaktkochen viel zu lang gebraucht. Wir machen dann Schluss. Hello. What, is it it? Ja, this is a book and a couple of manuscripts. Bitteschön. So, we must carefully examine. Unknown new artifact modification, aha. The receipt you have earned, this is exactly loads of memory. We ask as much as describes how to use the teleport. Okay, how to configure a teleport unit, was? A colleague of mine knows how to configure a teleport quite accurately, but this requires knowledge of data disrupting implicit. Also irgendwelche Datenstromunterbrechungen möchten aus dem Gebiet brauchen sie, sonst geht's nicht. Irgendwie so würde ich jetzt sagen. Genau, besonders wo ich wirklich hin will. We've built the necessary equipment into a vacuum tube transmitter, but it needs to be positioned directly in the specific area. This is something you are prepared to help ourselves. Selbstverständlich. Let's try a short distance. Say to the army warehouses. You'll need to install the device as high as up as possible, but sheltered from the rain. You can use its magnetic base to attach it to a girder or something. It's not heavy. Just 15 kilos. So to give us the greatest range, try to get it to the top of the stairs of the water tower. Ah ja. In the village, ja klar. The one known as the Bloodsucker Village, genau. Here to Freedom Jump. Ja, ja klar, warum nicht? Let's try. Monitoring Unit. Gut, warum nicht? I need a job, was hast du? Hand of a Controller müsste ich glaube ich sogar dabei haben. Jo. Hab ich. Kann ich aber irgendwas mit dir handeln, was sinnvoll ist? Ja, die Army Binoculars, die habe ich ja schon. Military, ne? Wie gesagt, Schutzkästen brauche ich eigentlich keine mehr. Ich habe echt genug Strahlenabbau. Es geht ja gar nicht um den Schutz, aber ich baue die Strahlung ab. Ja? Ich absorbiere sie. Das passt schon. Die Weihtabletten sind nicht schlecht, aber ich würde dann jetzt eher auf die besseren Medkits. Wie viele Medkits habe ich eigentlich dabei? Sag mal, bin ich noch ganz sauber? 34 Scientific, 3 Elite und ansonsten dann noch 63 Military. Die normalen könnte ich wegtun, die brauche ich nicht mehr.
muss ich mir auch mal überlegen, dann, dass ich die verkaufe. Aber gut, das kriegen wir mit der Zeit hin. Erstmal hier, ja klar, ich habe da hier ein Here for the Job. Hände für Controller habe ich gemacht. Was kriegen dafür? 8000 Scientific Medkit, nicht schlecht. Wieder eine Gulag, ne? Die kannst du haben. Genauso wie das PK1 Scope, was ich da dran habe. Ja, das ist dieses Rot-Dot-Visier. Was hast du sonst noch? Unique Bodysuit habe ich irgendwo. Was hast du sonst noch? Gravi müsste ich haben. I'm here for the job. Habe ich gemacht, Gravi. 500 Scientific Medkit. So, das Gravi hätte ich aber gern wieder. Ja, es geht. Und was kostet die Hand of Controller? Jawohl, passt, gibt mir die auch wieder. Habe ich trotzdem, ich habe ja 8500 Gewinn gekriegt. Also passt, ich habe immer noch Gewinn. Her damit. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ich mach den, quetsch den noch ein bisschen nach Jobs aus. Guck mal, wo ich den Anzug habe. Der müsste ums Eck in der Kiste liegen. Werd noch ein bisschen was in die Kiste ballern. Unter anderem die ganzen normalen Medkits, die brauche ich nicht mehr. Jetzt echt nur noch die Military und aufwärts. Werd gucken, was ich noch loswerden kann. Eventuell ein paar Artefakte an ihn verkaufen, die ich viel zu viel habe. Habe ja mir ja extra ein paar mehr gekocht. Wir sehen uns im nächsten Part. Ja, ich denke fast schon auf dem Weg zurück nach Tschernobyl. Nochmal schön aufminutionieren, die Superwaffe hier, ne, mein schönes Gewehr. Und dann ans Stadion ranmachen in Pripyat. Das mit seiner Monitoring-Unit, gut, das machen wir vielleicht vorher noch im Warehouse, da gehen wir sowieso vorbei. Bis dahin.